Hallo und willkommen zurück hier in der gemütlichen Runde in Neupixeldorf. Alle haben es sich am Lagerfeuer bequem gemacht. Alle? Nein, natürlich. Die Farmer sind am Arbeiten, der Weaver war hinten am Arbeiten. Jetzt allerdings hat er auch mal kurz Pause gemacht. Es geht weiter in Neupixeldorf. Wir haben viel zu tun. Hier hinten ist uns letztes Mal irgendwie eine Fackel abhanden gekommen. Ich hoffe, mittlerweile hat der Mason eine neue gebaut. Zwei sogar. Dann können wir hier die hinpflanzen und dann geht man noch eine weitere in Bau. Craft. Und wir brauchen schon wieder Stein. Das ist echt, wie soll man sagen, nicht ganz wenig, was wir hier abbauen müssen. Aber wir haben hier unseren schönen Steinbruch, der mittlerweile sogar so funktioniert, wie er soll. Erstaunlich, erstaunlich. Und wir haben immer noch ein Riesenlagerproblem. Wir werden das. Wie können wir das machen? Ich überlege gerade. Vielleicht diese Steinerzeugnisse. Kann man die separiert unterbringen? Nein, das ist alles hier unter Construction vermutlich. Das geht nicht. Naja gut. Wir werden es irgendwie schauen, dass wir das Ganze etwas aufpolieren können. Noch hier diese Lagerflächen. Das passt mir nicht. Aber was ich gesehen habe, im Offscreen schon mal ganz kurz angetestet, wir können hier, also diese ganzen Blumenkästen, die kann man immer an Wänden unter Fenstern eigentlich platzieren. Also hier zum Beispiel. Warum geht das gerade nicht? Achso, weil das Haus nicht steht. Ja, logisch, ne? Ein bisschen dumm. Ein bisschen dumm der Koja manchmal, ne? Dumm, ey, hier. Also so können wir das machen oder an fertigen Wänden insgesamt platzieren. Und das hier fungiert wie eine Wand. Ist ein bisschen schwierig, das zu treffen. Aber an sich funktioniert es wie eine Wand. Und dann kann ich sagen, mach mal hier einen blauen Kasten hin, dann daneben so einen rosanen und dann sieht das doch eigentlich auch ganz cool aus. Hier hinter der Bank ist es vielleicht ein bisschen eng. Da könnte man sagen, wir machen da eins hier hin und eins hier. Dasselbe drüben, nur sagen wir mal spiegelverkehrt. Das wäre dann hier. Und hier. Und hier vom Eingang her kommen, würde ich sagen, machen wir mal keine. Aber dann haben wir es doch ganz schön dekoriert, oder? Also ich finde, ist doch ein Wohlfühlpark geworden. Und das nächste Haus geht mal auch gleich in Bau. Yes, start building. Und immer wenn so ein Bau ist, mache ich eigentlich ganz gern das Tempo ein bisschen hoch. Sonst dauert es echt ewig hier. Stein haben wir wieder beigeschafft. Wuff. War wahrscheinlich gerade eine Sprengung. Aber das funktioniert jetzt. Das funktioniert wirklich gut mit unserem Steinbruch. Da bin ich sehr zufrieden. Ich hatte da echt größte Angst, dass das nicht funktioniert. So, und was das nächste größere Projekt ist, wären die Betten. Wir haben jetzt gleich keine Betten mehr. Gut. Dann nicht. Also hier legen jede Menge Clothes rum. Und mit diesen jede Menge Clothes könnten wir jede Menge Betten herstellen. Wenn nicht, denn wie macht man das? Wir machen das mal so. Wir machen ein Undeploy von einigen, nicht allen. Lassen die einlagern, das müsste ja hier reingehen noch, genau. Und dann geben wir den beiden Carpentern, dem nicht, der stellt gerade noch Türen und Fenster her für die Häuser. Dann geben wir den beiden Carpentern einfach mal in Auftrag hier, und der kann auch nicht, weil er zu dumm ist. Okay. Also gut. Weg damit. Dann machen wir das genau andersrum. Der Carpenter hier stellt die Möbel her, das waren jetzt drei Betten, das machen wir hiermit. Und der hier sorgt dafür, dass wir immer genug Fenster und Türen haben. Maintain Morning Stockpile, auch von dem Double Door, von dem Reinforced Door und von den beiden Fenstertypen selbstverständlich auch. Müsste jetzt passen. Ganze Menge mittlerweile. Achso, und von den Wall-Mounted Lanterns, die kann er noch nicht.
Da werden wir es dann zukünftig auch so machen, dass er immer eins in Stockpile hat. So, dann bauen die währenddessen und wir können hier die beiden, nein, die beiden hier aufbauen. Da hatten wir gesagt, so ungefähr hier und ungefähr hier. Oder hier, nee, das ist zu nah an der Laterne. Ich finde das hier eigentlich ganz passend. Und dann würde ich fast sagen, hier drüben können wir auch noch mal eine machen. Eine große Fackel, bitte. Zack. Also dieses Spiel, das muss ich schon sagen, das macht schon echt Laune. Also was man jetzt hier für durch das letzte Update für neue Möglichkeiten bekommen hat, so einen Platz zu designen, das hier Steinbruch oder Minenarbeiter dazu betreiben, dann okay, es gibt auch neue Bugs. Hass. Und insgesamt, also man kann jetzt hier schon echt schön ja, so eine Stadt designen, so ein bisschen und sich kreativ ausleben. Das ist wirklich cool. A caravan approaches. Hallo Neupixeldorf, I come bearing goods for trade. Would you like to give me one wooden sword in exchange for 13 picket fences? Also normalerweise würde ich das sofort machen. Faktisch allerdings habe ich überhaupt keinen Platz, um das Zeug einzulagern. Und ich stelle mir das notfalls selbst her. Trader will be back in 24 hours. Dem müssen wir noch immer diese Hose geben. Das funktioniert. So. Die drei Betten sind wieder da. Dann machen wir das nämlich so, dass wir die schleunigst platzieren. Was ist denn hier los? Den Fehler hatte ich doch schon mal, dass diese Betten nicht verschwinden. Ich glaube, die müssen wir hier mit Ratzefummel entfernen. So. Dann können wir die neuen Betten hier platzieren. Und bei denen sieht man wenigstens sehr schnell, wie rum sie sind. Während das bei den anderen ja echt schwierig war. Ah, hier können wir jetzt echte Doppelbetten machen. Aber wir machen es mal so. Und so. Dann haben wir das. Und dann können wir bei denen wieder sagen, Undeploy. Zack, zack und zack. Und so machen wir das dann quasi dreierbettenweise hier, dass wir das Ganze ein bisschen aufmöbeln, was dann hoffentlich dafür Sorge tragen wird, dass wir in Zukunft noch mehr neue Einwohner bekommen. Denn wer will schon in Strohbetten schlafen? Also ich hoffe doch, dass diese neuen Betten dann dafür sorgen, dass das noch beliebter wird. Und was haben wir denn hier schon wieder? Da hängt doch schon wieder einer an der Laterne. Müsste gehen, hoffentlich. Jawohl, da haben wir ihn und dann können wir die Leiter wieder abreißen. Okay, also diesen Fehler sollten sie auch irgendwann mal beheben. Der ist ja jetzt doch schon ein paar Mal passiert. Ja, gute Nacht. Sehr gut. Die Frage ist natürlich, ob man jetzt hier noch so eine Abkürzung schafft, quasi. Aber ich denke mal, das lassen wir. Oh, das nächste Haus. Es geht richtig voran hier. Start Building. So, das hätten wir. Und dann sind jetzt bestimmt auch wieder drei Betten fertig. Jawohl. Dann können wir wieder die neuen Betten platzieren, ohne aber vorher die alten zu löschen, geht es natürlich nicht. Auch so ein kleiner Bug, aber den man gut umgehen kann. So, dann fangen wir mal in der Ecke an. Das daneben, das dann, ja, das war doch schon richtig so, wieder davor. Und die letzten Kandidaten. Ne, will nicht. Huch. Ist jetzt irgendwie ein Bett schon weg. Das wundert mich jetzt gerade etwas. Eigentlich hätte doch hier noch ein Bett stehen müssen. Ah, nein. Ah, jetzt habe ich Flor abgerissen. Oh Gott, hoffentlich lässt sich das Loch stopfen. Und was war das für ein Flor? Dieser bunte war's.
Bild. Aber das sieht jetzt nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Was ist denn da passiert? Da ist irgendwie ein richtiges Loch jetzt. Oh oh. Da hat der Koja Scheiße gebaut. Kann ich das mit einem Slab vielleicht schließen? Das soll so sein. Das muss genauso. Sekunde, da muss nämlich ein Tisch oder ein Bett kommt da. Da kommt wieder ein. Das. Oh Mann! Zum Kotzen manchmal. Wie kriege ich jetzt dieses blöde Loch wieder zu? Boden will da partout nicht rein. Hier oben drauf setzen kann ich noch Boden. Eine super tolle Sache. Slabs gehen nicht rein. Gehen selbst drumrum nicht. Guck mal an. Hier, das Slabs könnte ich erst in der Etage 2 bauen, sozusagen. Also, hier ist. Wenn ich jetzt Remove mache. Wir machen das mal so. Neupixeldorf Override. Haben wir halt ein Schlagloch in der Bude, was soll's. Aber, also mich wundert sowieso, dass man mit dem Radiergummi scheinbar Sachen wieder abreißen kann. Bestehende, also jetzt nicht nur Betten, sondern tatsächlich, dass ich hier den Boden abreißen kann. Das ist sehr krass. So, Custom Building. Jetzt mache ich mal einen Remove. Wahrscheinlich ist jetzt das ganze Haus weg. Nee. Okay, also es sieht so aus, als wäre dieser Boden hier auf einmal 2 Etagen tief und nicht nur eine. Caravan approaches. 2 Oak Logs in exchange for 3 Cathedral Arc Chairs. Ich brauche keine. Trader returns. And you've made me the 9 farm associate I've asked you for. Und das Comfy Bed, das nehme ich einfach. Auch wenn es nicht, wenn es kein wirklich guter Handel ist, aber wie gesagt, das gibt mir endlich wieder Platz, diese neuen Hose. Oder ich hatte ja 8 Stück gebaut aus Versehen. Die haben doch ganz schön Lagerplatz blockiert eine ganze Zeit lang und da muss ich dann doch mal ein bisschen schauen, dass das auch wieder wegkommt. So, was mache ich jetzt mit diesem blöden Loch da? Nix mache ich jetzt erstmal damit. Lang genug mit aufgehalten. Wir können jetzt noch ein weiteres Comfy-Bed bauen. Falscher Onkel, richtiger Onkel. So, Comfy-Bed. Da. Bauen wir noch eins. Da oben hängt schon wieder einer auf der Laterne. Das ist zum Schreien. Das ist wirklich zum Schreien. Also Early Access Games, kann ich euch sagen, sind absolut in der Lage dazu, einen tief in die Verzweiflung reinzutragen. Aber machen wir hier über das Loch drüber ein Bett. Was soll's denn? Und ich habe noch ein weiteres Bett, sehe ich gerade. Ist dann auch schon fertig. Der Boden ist jetzt mittlerweile rot. Eben weil wahrscheinlich dieses komische Loch da ist.
Dann nehmen wir das nächste Bett und platzieren es dahin. So, und dann haben wir jetzt wieder unsere 8 Betten da drin. Zack. Fertig. So, und weil es so schön ist, weil wir noch einige Clothes haben, lassen wir die jetzt allerdings erstmal schlafen. Lassen wir die jetzt erstmal schlafen. Hier das Bett können wir scheinbar abreißen. Das geht dann einmal zurück. Und das geht auch gerade mal zurück. Da scheint keiner drin zu sein. Das hier auch. So. Dann haben wir doch einen Riesenhaufen nobler Betten bereits. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Haben wir noch Spools? Haben wir noch irgendwelche Baumwolle? Haben wir nicht. Was wir aber haben, jede Menge von diesem Blumenzeugs. Also sollten wir da doch jetzt Blumenkästen herstellen, damit wir hier wieder Platz im Lager haben. Und für die Blumenkästen brauchen wir ein bisschen Holz noch mehr. Das Wäldchen hier bleibt. Hier in die Richtung wird es vielleicht weitergehen. Die Richtung könnte es weitergehen. Hier ist ohnehin eine Lichtung. Ich denke mal, die drei Bäume werden dran glauben müssen. Und welche noch? Welche noch? Hier finde ich es eigentlich ganz schön, dass vorm Steinbruch noch so ein bisschen Wald ist. Das Bäumchen da hinten ist relativ nah am Haus. Sieht nicht so schön aus, oder? Weg. So, dann haben wir da mal wieder ein bisschen Holz. Ich bin gespannt, wann der Förster kommt. Den brauchst du auch relativ dringend im Spiel, damit man so, sag ich mal, ein bisschen auch wieder aufforsten kann, ein bisschen Grünfläche schaffen kann. Zum Beispiel wäre es ja schön gewesen, hier Bäume zu haben jetzt. Muss ich mal überlegen, was ich da mache. Ob man da noch ein Häuschen baut oder ob man die Lagerfläche einfach mal irgendwann vergrößern hier. Ist vielleicht auch nicht ganz dumm, dass wir hier sagen, wir machen es Lagergröße. Mal schauen. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach so, Blumenkästen. So ist es. Das Hirn. Manchmal ein Sieb. Da machen wir einfach mal viele. 1, 2, 3 viele. Machen wir einfach mal 10 Blumenkästen. Und nochmal 10 Blumenkästen. Und dann sollten wir hoffentlich keine Plimmerl mehr hier auf Lager haben. Wir haben einige Fenster hier auch insbesondere, wo man doch so einiges von dem Zeug platzieren kann. Es wird uns also nicht sonderlich stören. Insbesondere bei der Gastwirtschaft würde ich anfangen wollen. Und die Blumenkästen platzieren. Hier so um den Biergarten herum. Ja, doch, sieht immer noch sehr gemütlich aus. Muss man sagen. Ach so, ja. Und, hatte ich die gebaut? Die Fackel? Hatte ich. Hatte ich. Wo bauen wir sie hin? Ich würde sagen, noch hier, oder? So nah ans Haus ist ein bisschen doof. Machen wir sie hier hin. Dann ist der Biergarten auch abends schön illuminiert und wir können jetzt, denke ich, schon anfangen mit Blumenkästen, jawohl. So, da haben wir dann schon 5. Machen wir hier noch so ein rosanes Ding hin und hier machen wir auch einfach jeden zweiten sozusagen rosa. Zack. Wunderbar. Und das eine blaue. Hier ist schon. Machen wir hier hin. Rausgollen. So. So, dann warte ich erstmal, bis jetzt hier die Blumenkästen platziert sind. Hatte ich jetzt hier gar keine? Scheinbar nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt hier auch gerade platziert. Oh Mann, mein Hirn. Quatsch, dahin will ich. Na komm. Ja, schön, dass dieser Schriftzug genau da drunter da ist, wo ich das Ding platzieren möchte. So, da. Und da. Sehr gut. A Trader approaches. Was will er uns denn diesmal andrehen?
Fünf Farmershaus will er und er will mir ein Comfy-Bett geben. Ja gut, jetzt habe ich keine Farmer Home mehr. Und nö. Nö. Ach so. Den kleinen. Das kannst du jemand anderen andrehen. Kannst jemand anderen übers Ohr hauen. Oh. Die Leiter sollte wieder weg, sonst ist es ein bisschen doof hier in dem Haus. Die Comfy Beds. Wir haben die Betten hier abgerissen. Wir haben. Wo haben wir sie denn? Ich sehe nur eins. Ich sehe nur eins. Macht nichts. Wenn der mit den Blumen fertig ist, stellen wir wieder eins her. Ach, das habe ich ja gar nicht abgerissen gehabt hier, genau. Das habe ich nicht abgerissen gehabt, weil da ja noch einer drin lag. Und hier die. Bisschen komisch, warum werden die nicht abgerissen? Sag nicht, dass man hier nicht rein und rauskommt. Doch, muss gehen, oder? Da lag ja auch schon jemand drin, hat geschlafen, war ich mir eigentlich sehr sicher. Ah, oh, und wir haben ein Haustier, oder? Pet Rabbit, jawohl. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Haben wir wieder ein Haustier im Dorf. Und hier knistert's und flackert's. Sehr, sehr cool. Und es ist wieder an der Zeit abzuspeichern, merke ich an dieser Stelle. Override. Yes. Dann haben wir zumindest schon mal unser Haustier gesichert. So, was ich allerdings. Blumenkästen haben wir jetzt auch ein paar. Dann können wir die Plauen jetzt noch platzieren. Wird doch langsam sehr hübsch hier, muss ich sagen. Unübersichtlich, aber hübsch. So, da haben wir einen blauen Kasten und da. Und wie viel haben wir dann noch übrig? Auch noch immer fünf. Perfekt. Dann können wir. Na, komm schon. Dann können wir hier noch einen hin. Und. Na? 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 Sehr, sehr gut. Wie viel habe ich jetzt platziert? Vier oder fünf? Also zwei müssten wir auf jeden Fall noch haben, denke ich mal. Oh Mann, das Platzieren ist manchmal. So, da noch und. Ich sehe dich, Fenster, du brauchst dich nicht verstecken. So, da noch. Ich höre schon wieder die gute Nachtmusik. Da wird also jetzt keiner mehr arbeiten gleich. Doch, noch geht's, noch geht's. Okay, dann haben wir da noch die zwei Rosanen platziert und dann sieht's so aus, als wäre unsere Gastwirtschaft komplett. Komplett, komplett. Wunderbar. Cool. Freut mich sehr. Dann haben wir das schon mal. Hier wird dann weiter dekoriert. Und was ich dann auch mal machen möchte, sind Gardinen. Die kann man ja tatsächlich auch bauen. Hier an die Fenster von innen ein paar Gardinen dran geflanscht. Und eigentlich hier drin wollte ich noch eine Lagerfläche haben. Da könnte man noch so eine Art Theke hier davor ziehen. Eine Lagerfläche machen mit dem ganzen Essen dahinter, quasi die Küche. Da können wir mal schauen, was uns da dann noch einfällt. Ja, jetzt seit der Boden da kaputt ist, ist alles rot. Aber ich glaube, es wird noch trotzdem genutzt. Sind die mit den Laternen los? Was ist da denn? Wo kommt die denn her? Fort mit dir. Was ist denn da kaputt? Und warum? Wird wahrscheinlich nicht gehen. Ne, man sieht es ja nicht so sehr. Wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Dann würde ich einfach sagen, lass mal sie halt. Hier ist auch noch irgendwas markiert, was nicht weg will. Das ist das Bett. Also so ein paar Bugs haben wir wieder. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht auch nach einem Neustart des Spiels, das ja jetzt schon länger nicht mehr neu gestartet wurde. Ich habe eine relativ lange Aufnahmesession heute gestartet. Die zwei neuen Comfy-Beds, die werden wir jetzt gerade noch hier rein platzieren. Und dann ist diese Folge auch schon wieder vorbei.
Wie ich es angekündigt habe, werde ich das hier diesmal als Doppelbett versuchen einzurichten. Das hatte ja im letzten Let's Play in der Alpha 6 schon geklappt. Das wird also jetzt auch noch klappen, hoffe ich doch sehr, dass die dann auch genutzt werden. Und dann können wir hier nämlich mit einem Schreibtisch, machen wir Schreibtisch und Dresser nebeneinander. Wie machen wir das? Richten wir das Haus noch ein, so viel Zeit muss sein. Mach deinen Schädel da mal weg, Mädel. Mensch. So. Wie macht man das? Machen wir es ran? Ja, ich glaube schon, das sollte schon an der Wand stehen. Und machen wir einen Tisch hin. Oder ein Table for One mal platzieren sozusagen. Nee, nicht noch einen Tisch. Wir machen da noch die Kommode hin. So, komm, das soll es reichen. Und dann einen noblen Stuhl hier. So. Dann sieht es auch schon ganz schön aus. Und Gardinen werden da auch noch kommen. Und ein Bild an die Wand und was man da nicht auch alles machen können. Jede Menge jedenfalls. Und hier, er ist einsam am Lagerfeuer. Fast schon ein trauriges Bild. Und mit dieser Fehlermeldung verabschiede ich mich. Quasi ein bisschen typisch derzeit. Wir haben echt viele, viele kleine Bugs. Zum Glück noch nichts richtig Schwerwiegendes. Aber wie gesagt, es ist eine Alpha, es ist eine sehr frühe Alpha und ich bin mir sicher, so eifrig wie die Entwickler derzeit dran arbeiten, werden diese Bugs dann auch irgendwann mal der Vergangenheit angehören. Es ist schon vieles besser geworden. Es hat sich saumäßig viel getan. Und ich muss sagen, unser Pixeldorf macht sich. Caravan, okay, ich guck noch, ich muss ja, ich bin ja sonst zu. Nein, will ich nicht. So, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen.